So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, Throne and Liberty. Ist ein MMORPG und ja, wir sind jetzt in der Charaktererstellung und ich wollte damit mal starten. Körpertyp, ja, ich spiele... Nicht, man spielt immer das, was man selber ist am liebsten. Manche können sich da ja auch so fallen lassen, aber ich mache eigentlich immer so ungefähr den gleichen Charakter. Mal gucken, was wir so hinkriegen. Erscheinungsbild. Das passt eigentlich schon fast ganz gut hier. Starten wir mit dem. Dann können wir das Gesicht anpassen. Ah ja, das gefällt mir. Bisschen erwachsener. Haut. Ja. Kann man blau oder sowas nehmen? Nee. Also Hautfarbe kann man nicht ändern. Gibt's nicht... Okay, es gibt anscheinend nur Menschen. Das ist schon mal interessant. Ich kenne gar nichts von der Lore. Ah, wir können hier... Ah, okay. Das finde ich aber gut gemacht, so. Ja, Larry ist eher ein breiter Kämpfer immer. Das passt schon. Glossy Haut, immer am Schwitzen. Ja, finde ich auch gut. Faltentiefe. Nein, wir haben nicht so viel Falten. Ein bisschen, aber nicht zu sehr. Sommersprossen haben wir nicht. Okay, was gibt's noch? Deckkraft. Achso, von den Sommersprossen. Namen haben wir auch nicht. Wangenknochen. Ja, nicht. Jetzt kann man hier alles wirklich im Detail einstellen. Aber das kennt man ja von anderen Spielen auch. Oder so vielleicht. Alles ein bisschen variieren, nicht? Dass man nicht so ganz dem Standard entspricht. Larry hat eine breite Nase, ja. Da müssen wir uns gleich drum kümmern. Knochenstruktur. Oh. Oh. Na? Ah, so. Ah, der Schädel nicht zu breit. Kiefer. Hatten wir schon. Kinn. Ah, da müssen wir, glaube ich, zur Seite gucken. Oh. Breite. Okay, Breite ist wieder von vorne. Höhe. Ah, passt schon. So, das war alles. Jetzt die Augen. Okay, da können wir ein bisschen variieren. Oh, sehr interessant. Die Farbe können wir sicher noch anpassen. Erstmal so die Grundform. Ich bin eigentlich für die normalen Augen. Oder die hier. Nee, komm, wir nehmen die. Iris. Beide Seiten. Individuell? Nee, beide Seiten. Und dann nehmen wir uns so ein schönes Grün. Das passt. Was haben wir hier? Hat gar keine Auswirkung. Größe. Helligkeit. Ja, nicht ganz so strahlend hell vielleicht. Pupille. Okay, das ist ein bisschen creepy, würde ich sagen. War zu klein auch nicht gut. Breite. Okay. Ach, da können wir eher katzenmäßig unterwegs sein. Nee, das lassen wir. Das lassen wir, wie es ist. Augen. Augenabstand. Da können wir jetzt ein bisschen... Augentiefe. Zack, zack, zack. Größe. Ja, ein bisschen nicht so verschlafen reingucken. So. Augenschräge. Okay, also man kann hier auf jeden Fall super, super viel einstellen. Ich, wer da wirklich so seinen Charakter designen will, ich glaube, das ist Sims 4 auch schon weit überlegen. Die Stirn, nicht wahr? Da sind die Augenbrauen so ein bisschen mit dran. Aber das hat nicht so viel Auswirkung, das ist Wurst. Die Nase ist auf jeden Fall nochmal interessant. Die ist ein prägnantes Merkmal und wir wollen so eine eher Knubbelnase. Ja, sowas hier, ne? Nee, okay, müssen wir von der ausgehen.
Die Nase soll nicht so lang, die Nase soll ein bisschen höher vielleicht. Überstand semi, breiter auf jeden Fall. Richtig schön breit, jawohl. Details. Augenbrauenhöhe, was hat das jetzt mit der Nase zu tun? Ach so, weil an der Nase die Augenbrauen sind. Ah, interessant. Ah, okay. Das ist der Nasenrücken, der muss auch breiter. Nasenbeinhöhe, das soll aber nicht so krass werden. Nasenspitzenbreite, oh Mann. Ja, die kann auf jeden Fall breiter. Der Überstand. Nee, wir sind nicht Pinocchio, wir lügen nicht. So. Ein bisschen kleine Stupsnäschen, was dickes, passt schon. Oh ja, und dicke Nasenflügel. Wir sind Kämpfer, wir haben was raufbekommen. Mundlänge, Höhe, ja, weiß nicht. Bisschen breiter vielleicht. Überstand, oh, brauchen wir auch nicht. Winkel, ja, leicht lächelnd, nicht? Immer fröhlich durch die Welt gehen. Überstand hier, Unterstand, ne. Aber Breite ist wichtig, ja. Schöne. So. Okay, Ohren. Ja. Eher Spock-Ohren. Wir haben eher normale Ohren, nicht? Nicht so riesige und nicht so abstehende. Make-up. Obwohl das schon echt aussieht, nicht wahr? Muss man ja auch mal so sagen. Also das Make-up. Okay. Wimpern. Ach gut, Wimpern machen wir. Eyeliner machen wir nicht. Lippenstift nicht. Kriegsbemalung nicht. So, jetzt kommen die wichtigen Sachen. Sowas wie Haare, nicht wahr? Prinz Eisenherz. Auch nicht schlecht. Hat was. Nee, so eine tolle wollen wir nicht. Ein Bart brauchen wir eigentlich auch. Am liebsten ist Larry natürlich... Ach, du kriegst die Motten. Ein... Ja, so in die Richtung. Da kommen wir schon eher hin. Nicht unbedingt Wikinger, aber zumindest ein Zopfträger. Oder zumindest lange Haare. So. Ja. Ja, da sehe ich mich langsam. Und hallo, Ben. Mach dich nach. Nee, das ist doch langweilig. Sich selber nachmachen, dass man will ja doch ein bisschen was anderes spielen. Es soll nur nicht ganz abstrus sein, nicht? Gronkh oder so, die machen ja immer so Charaktere, die so komplett verzerrt und ugly wie möglich sind, indem alles an Werten extremisiert ist. Das finde ich dann immer nicht ganz so toll. Man will ja schon was haben, mit dem man so gerne durch die Welt geht. Ich meine, ist ein geiler Bart, nicht wahr? Den da mit einer Frisur wie die hier. Okay, vielleicht müssen wir das einzeln wählen. Aber schön, dass ihr da seid. Hallo Ben, hallo Anime-Katze. Willkommen, willkommen. Zu diesem neuen MMORPG. Ihr könnt alle selber spielen. Free to play. Ich bin gespannt, ob die Server aushalten. Oder ob wir während der Charaktererstellung rausfliegen. Das wäre scheiße. Das war bei WoW immer ein Problem. Können wir auch blau? Blau? Okay, aber eigentlich ist Larry ein blauhäutiger Elf mit grünen Haaren. Nicht? Das ist der Original-Larry-Charakter. Wir können hier auch mehr ins Grüne rübergehen. Okay, wir können auch selber festlegen.
Aber es kommt nicht so rüber hier. Echt? Blau kommt sehr krass rüber. Bei Grün geht so ein bisschen unter. Da muss man schon das richtig krasse Grün nehmen und das mir zu grün. Und Blau ist schon sehr, sehr blau. Dann muss man eher ins Graue rübergehen, dass es nicht ganz so intensiv ist, nicht wahr? Ja. Auch auf dem Handy? Weiß ich nicht. Also, Handyspiele wird es bei mir generell, glaube ich, eher nicht geben. Oder ich weiß auch nicht darüber, ob die Spiele dann auf dem Handy spielbar sind. Weil es einfach nicht mein Gerät ist. Das habe ich null im Blick. Da informiere ich mich auch immer nicht drüber. Hab das Spiel auch nur durch ganz viel Zufall mitbekommen. Also da kann ich auch wenig drüber sagen. Aber ich bin unentschlossen. Warte mal. Okay, wir versuchen mal kurz die Frisur mit dem Bart. Wo ist denn der Bart? Bart. Diesen krassen Bart hier. Okay, wartet mal. Oh, den hier. Wäre schon individuell, nicht wahr? Wie heißt das Spiel nochmal? Ist angepinnt im Chat. Ansonsten auch im Titel Thrones and Liberty. Oder Throne and Liberty. So richtig. Das ist die Grundstruktur hier. Könnten wir auch sagen, nix. Nur das. Vielleicht ist die Farbe das Problem. Vielleicht müssen wir doch eher hier auf so eine Standardfarbe rübergehen. So ein Hellblond oder sowas. Oder eher ein dunkles Kastanien. Und dann brauche hier auf jeden Fall auch irgendwie wenigstens so Büschel, nicht? Sonst sieht das so ganz nach nichts aus. Was sagt ihr? Nee, oder? Okay, andere Variante wäre mit... Das wäre mit Zopf? Nee. Wo ist denn der andere Zopf? Der hier? Und dann aber eher vielleicht... Es gibt hier so viele Spitzbärte. Eher so, oder? Aber da können wir dann wieder eine krassere Farbe wählen. Vielleicht doch eher hier das vorgegebene Grün. Ja, da sehe ich mich. Das finde ich gut. Das nehmen wir. Okay. Dann haben wir damit Frisur und Bart. Dicke. Oh. Man kann auch einstellen, wie viel Bart. Nee, wir wollen natürlich volle, dicke. Ja, das soll alles passen. Aber wir können hier noch die Seiten mit Koteletten machen. So vielleicht. Nee, das kommt nicht gut. Ich glaube, so gefällt mir das schon. Okay, Körper. Wir sind eher klobig. Oh, so, nicht? Ne? Ich mag so Extreme nicht. Höhe. Ja. So. Oberkörper. Kopfgröße. Halsbreite. Halslänge. Nicht, das ist alles eher. Schulterbreite, ja, bisschen breiter. Brust und Arme. Ja, ein bisschen mehr Brust. Bizeps, Umfang. Nee, wir sind ein bisschen, wir sind nicht so... Wir werden wahrscheinlich eher irgendwas Jägermäßiges oder so, wenn es sowas gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nichts über das Spiel, ne?
Ich habe mich einfach nur hinreißen lassen, die 13 GB oder sowas das hat, runterzuladen. Das finde ich doch ganz gut. Edel. Outfits. Mhm. Also, gefällt mir visuell schon mal sehr, sehr gut auf jeden Fall. Oha, vornehme Ausgehuniform. Oh, Wappenrock. Oh, oder hier. Mit Fell. Ich glaube, ich bin für die mittlere Rüstung hier. Das hat ein bisschen was von Witcher gerade, nicht? Kann das sein? Verdammt. Sollte es gar nicht werden. Ich nehme das hier einfach. Das hat so ein bisschen was vom Kämpfer oder auch andere Sachen. So. Persönliches Fotoimport. Okay. Designer-Voreinstellung. Erscheinungsbild teilen. Standardbeleuchtung. Okay, man kann auch noch andere Beleuchtungssettings nehmen. Outfits. Okay, Überforderung. Habe ich irgendwas übersehen? Wir haben hier alles eingestellt. Augen, Augenbrauen, Nase, Mund, Ohren, Make-up, Frisur, Bart, Körper und Outfit. Okay. Muss ich irgendwo einen Namen eingeben jetzt schon? Nicht, dass ich das übersehe. Persönliches Foto, Designer, Voreinstellung, Körpertyp ändern, nein, Erscheinungsbild, Einstellung. Ich habe Angst, wenn ich hier irgendwo raufklicke, dass er das rückgängig macht. Charakter drehen, heran, rauszoomen. Spiel beginnen. Wir klicken mal. Wenn nicht, machen wir uns irgendwann einen neuen Charakter. Oh, wir haben einen Bogen. Sehr, sehr gut. Okay, irgendwas greift uns an. Okay. Okay, ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Okay. Also, ist typisch asiatisch, nicht? Die Waffe ist größer als der Charakter. Finde ich immer ungeil. Warum? Finde ich... Mich spricht sowas immer nicht an. Ist halt Geschmackssache. Ich mag es lieber, wenn die Schwerter halbwegs realistisch sind und nicht wie 18 Tonnen einfach so umhergeschwungen werden, als ob es eine Peitsche wäre. Okay, was haben wir hier? Kann ich das irgendwie kaputt hauen? Okay, wir haben irgendwelche Fähigkeiten. Bewegen, ja gut. Ich weiß, wie ich mich bewege. Das ist kein Problem. Steuerung geht aber erstmal fluffig von der Hand und man kann springen. Finde ich super, super wichtig. Eine Rolle oder so kann er jetzt nicht machen. Man kann ranzoomen. Und dann kann rauszoomen. Okay. Was haben wir hier? Kameraanpassung. Okay. Direkt geschafft. Okay, ich muss dem Weg folgen und dann kommen immer wieder neue Tutorials. Okay. Q. Irgendeine Verteidigung. Dann 2. E. Q. Oh, jetzt hat er uns getroffen. Ich wollte Q drücken. Okay, da oben ist unsere Lebensenergie. Lautstärke passt noch, oder? Ja. Ich meine, allein die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit dem Schwert im Boden stecken bleibe, ist halt ungünstig, nicht? Bei so riesigen Schwertern. Drücke Z, eine Fernkampfwaffe. Okay, Fernkampf finde ich gut. Okay, und dann habe ich andere Tasten. Ist eher statisch, nicht? Ist keine dynamische Kampf, geht eher in Richtung, ja,
fast WoW, wo man einfach dann nur drückt. Okay, okay, jetzt kommen mehrere. Jetzt kommen wahrscheinlich Multi-Attacken. Und ich habe ein Problem. Ich habe den Zoom auf genau den Tasten. Da muss ich gleich mal W und Shift. Okay, ich muss das gedrückt halten. Muss ich hier einfach durch? Okay, hier geht's nicht einfach durch. Ich habe irgendwie die falsche Waffe, nicht? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich die Waffe wechsle. Ich finde es gut, dass der Charakter in den Videos eingearbeitet ist. Aber komische Kameraführung hier teilweise, sehr dicht dran gezoomt. Ich glaube, da stimmt noch nicht alles genau. Wir gucken echt wie so ein Sims. Ah, es war nur ein Traum. Sehr gut. After all these years, the memory of that day returned like a nightmare. Okay. Also an sich grafisch. Aber ein schöner Stil, sehr realistisch gehalten, die Sachen. Nicht irgendwie auseinander fantasiert, nicht? Alles eher gediegen, Charakterproportion stimmt. Das einzige Schwert ist halt so ein bisschen, weiß nicht, gab's so ein Schwert vielleicht in echt? Manchmal gibt's ja solche Vorbilder von Schwertern, wo man wirklich denkt, das kann's nicht geben, das macht doch gar keinen Sinn. Und dann war's irgendwie aber ein Zeremonienschwert, der irgendwas. Und dann gab's das doch. Auf jeden Fall steuerungsmäßig. Manchmal fühlt sich an, als ob er. Ah, okay, er wollte hier immer zur Tür. Alles klar. Benny, wer ist dort? Natürlich. Sind wir Larry Wayne? Hm? Okay. Okay, ich helfe dir. Kann man sich entscheiden hier zwischen manchen Sachen? Interessant. Hey, it's you. Whoa, are you all right? Did you have that nightmare again? F. Okay, ja. Okay, klappt nicht. Don't feel guilty. The Elder wouldn't want you to feel this way forever. Come on, why don't you go out and get some fresh air? Oh, right. Lottie just left to go to Moonshade Town. You should follow her. Komm mit mir. I'd love to come with, but running makes my arm hurt. Oh, der Arme. Lottie morphed. If you want to catch up to her, you'll have to morph too. Okay. Und das geht mit Schiff W. Can you take it to her? I drew up the map because she asked for it too. Okay, wir kriegen eine Karte. Drücke M, um die Karte zu öffnen. Kriegen wir hin. Und da sehen wir den
Kontinent. Ich zoome mal raus. Okay, das ist also die Startinsel anscheinend. Hier gibt es noch eine Insel. Da noch ein paar kleinere Inseln. Lazan. Felswacht. Sind so die zwei Abschnitte. Und hier oben ist noch irgendwas Größeres. Tempel und so. Ah, wir sind jetzt erstmal hier. Da ist der Dunkelmond, die Dämmerspitze, Whisper-Ebenen, Festung Aron und Widerstandsdepot. Okay. M. Alright, let's get going. Okay, machen wir uns auf den Weg. Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Was ich ein bisschen schade finde, dass man nicht die Waffen sich auswählen konnte. Oder ich habe es nicht gesehen. Ja. Raus mit uns. Oha. Okay. Der Lebensbaum und der Lebenswal. Hauptmenü. F11. Okay. Da können wir irgendwelche Sachen machen. Charaktere, Einstellungen, Flucht, UI aus, ein. Widerstandssoldat, Heiler. Also grafisch ist es schon. Ist schon okay, nicht wahr? UI sieht auch nicht ganz schrottig aus. Okay. Wähle ein Ziel. Okay, er läuft einfach zum Ziel hin. Ich habe dir die Karte mitgebracht. Was wollen wir in Dunkelmond? Oh, I need to repair something in Crescent Town. Since you're here already, do you want to go to the training grounds with me? It's been a while since you've seen some action. Ja, was, wenn wir zu spät kommen? Ah, wir kommen doch nicht zu spät. Besides, today is the day when Gigantrite passes by Whisperion. Whisperion will be full of energy today. So let's take it easy. Why don't you take this chance to try out a different weapon? Oh ja. You can't keep using that broken sword forever. Then we can go to Moonshade Town. What do you say? So. Ich würde sagen, da haben wir den ersten Eindruck. Und ich würde sagen, ich spiele noch ein bisschen weiter. In der nächsten Folge sehen wir uns und gehen da unten hin und probieren die Waffen aus. Bis gleich.